Was uns jetzt als nächsten Schritt noch fehlt, ist die Umwandlung von lokalen Koordinaten in globale Koordinaten. Weil ich muss ja den allgemeinen Fall des Stabes in lokalen Koordinaten auf den speziellen Fall eines Stabes in einer bestimmten Lage im Raum definieren. So, das heißt also hier unten habe ich mein globales Koordinatensystem und hier habe ich mein lokales Koordinatensystem. Wie erfolgt nun die Herleitung der Transformationsvorschrift? Das ist eigentlich erstmal simple Geometrie. Ich habe eine Verschiebungskomponente UX1 im Lokalen, also UX1 Tilde. Die setzt sich aus einer Vektoraddition der beiden Komponenten UX1 und UY1, die jeweils im globalen Koordinatensystem formuliert sind, zusammen. Das kann ich über Winkelfunktionen herleiten. Das heißt, ich kann einfach mit dem Winkel Alpha herleiten, dass die Verschiebung UX1 im Lokalen entspricht der Addition der Komponenten UX1 mal Cosinus Alpha plus UY1 mal Sinus Alpha. Das gleiche kann ich hier anwenden für die Herleitung der Verschiebung UY1 im Lokalen und ich erhalte dann diesen Zusammenhang. Das heißt, das, was ich auf der Folie zuvor hergeleitet habe, werde ich zunächst wieder in Matrizenschreibweise überführen. Das habe ich hier oben stehen. Wenn diese Koordinatentransformation für die Verschiebungen gilt, muss sie in gleicher Weise für die Kräfte gelten. Und auch hier mache ich das Gleiche, wie ich bei der Herleitung der Elementsteifigkeitsmatrix im Lokalen gemacht habe. Ich erweitere das Ganze auf den zweiten Knoten hier und sortiere es wieder entsprechend nach Knoten 1 und Knoten 2 um und erhalte letzten Endes diese Transformationsmatrix. Und damit habe ich die Transformation von lokalen Koordinaten in globale Koordinaten durchgeführt. So, über die Transformationsmatrix TE, diese hier, sind noch ein paar Dinge zu sagen. Speziell für diese Matrix gilt, dass die Inverse dieser Matrix gleich der transponierten ist. Und diesen Umstand werden wir in den folgenden weiteren Umformungen uns zunutze machen. Was uns jetzt noch fehlt als letzter Schritt, ist die Ausformulierung der Elementsteifigkeitsmatrix im globalen Koordinatensystem. Ausgangspunkt ist meine Gleichung 1,9c, in der ich die Elementsteifigkeitsmatrix im lokalen Koordinatensystem formuliert habe. Wie forme ich jetzt diese Gleichung weiter um? Ich kann zunächst auf der linken Seite von links mit der Transformationsmatrix TE multiplizieren. Dadurch erhalte ich hier als ersten Term meinen Krafttensor im globalen Koordinatensystem. Wenn ich auf der linken Seite mit der Transformationsmatrix multipliziert habe, muss ich hier auch auf der rechten Seite den Verschiebungsvektor U mit der Transformationsmatrix multiplizieren und erhalte eben diesen Term, der zunächst noch ein bisschen unübersichtlich ist. Und jetzt eben auch gemischte globale Terme und lokale Terme enthält. Hier mache ich mir jetzt aber den Umstand zunutze, dass eben die inverse Matrix gleich der transponierten Matrix ist. Und multipliziere diesen Term hier nochmal von links zum einen mit der inversen Matrix T,
Das muss ich hier von links ebenfalls machen, aber ich schreibe hier schon die transponierte Matrix anstelle der inversen Matrix hin. So, und jetzt ist natürlich die inverse Matrix mal der Ausgangsmatrix, ist die Einheitsmatrix, fällt also weg. Das heißt, ich komme hier zu der Gleichung 1,12, in der steht, dass mein Krafttensor im globalen Koordinaten ein Term ist, der sich hier darstellt, multipliziert mit meinem Verschiebungstensor in globalen Koordinaten. Weil die Steifigkeitsbeziehung im lokalen äquivalent sein muss zur Steifigkeitsbeziehung im globalen, kann ich daraus ableiten, dass im Prinzip meine Elementsteifigkeitsmatrix im globalen sich aus diesem Term hier herleiten lässt. Hier habe ich jetzt also die Elementsteifigkeitsmatrix im globalen Koordinatensystem hergeleitet. So praktisch wie das Umformen der einzelnen Gleichungen in Tensorschreibweise ist, weil das wesentlich zügiger geht, so unanschaulich ist sie eigentlich auch. Hätte ich aber alle Umformungen in Matrizenschreibweise machen müssen, hätte ich hier einige Folien vollschreiben können. Das heißt, die Umformung, die Herleitung meiner Elementsteifigkeitsmatrix im globalen Koordinatensystem habe ich auf Basis der Tensorschreibweise gemacht. Das Ergebnis werde ich jetzt wieder überführen in die Tensorschreibweise. Das heißt, ich muss diese drei Matrizen miteinander multiplizieren. Und das führt eben zu meiner Gleichung für die Elementsteifigkeitsmatrix im globalen Koordinatensystem mit einer Konstante E mal A durch L, mal mit, multipliziert mit einer Matrix, die sich eben aus diesen Cosinus Quadrat, Sinus Quadrat und den Mischtermen Cosinus Alpha mal Sinus Alpha zusammensetzt. Das heißt, das ist rein formal die Elementsteifigkeitsmatrix im globalen Koordinatensystem. Das heißt, hier kann es jetzt zur Anwendung für den konkreten Stab kommen, weil ich kann für den konkreten Stab eine Länge L oder ein E-Modul E, einen Querschnitt A und eine Länge L einsetzen. Das heißt, die Geometrie des konkreten Stabes geht über die Länge L und eben den Lagewinkel Alpha ein. Das heißt, in unserem Stabbeispiel hatten wir fünf Stäbe. Das heißt, ich kann jetzt für jeden der fünf Stäbe die Elementsteifigkeitsmatrix des jeweiligen Stabes in globalen Koordinaten herleiten. Wenn ich jetzt hingehe und für die fünf Stäbe unseres Stabbeispiels die jeweilige Stablänge L einsetze und den jeweiligen Lagewinkel Alpha einsetze, kann ich die fünf Elementsteifigkeitsmatrizen herleiten. Die Steifigkeitsmatrix der Stäbe 1 und 3 sind identisch. Das waren auch die beiden Stäbe, die im Prinzip horizontal liegen. Die Elementsteifigkeitsmatrizen der Stäbe 2 und 5 sind ebenfalls identisch, weil diese im Prinzip in eine Richtung gleich geneigt sind. Es bleibt der Stab 4, der im Prinzip in der Mitte in die andere Richtung geneigt liegt, der dann seine eigene Steifigkeitsmatrix hat.